In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Ubisys-Komponenten an der Philips U-Bridge einrichten. Wir verwenden in diesem Fall den Ubisys D1-Dimmer zur Demonstration, mit dem bereits ein Taster und eine Leuchte verbunden ist. Dasselbe Szenario finden wir bei dem S2 vor. Da der S2 aber über zwei Ausgänge verfügt, sind hier dementsprechend zwei Leuchten angeschlossen. Die U-Bridge. Diese hat einen integrierten Hub, mit dem man Zigbee-Geräte einrichten und steuern kann. In der Mitte haben wir das Smartphone, welches mit der bereits heruntergeladenen Philips U-App als Bedienoberfläche dient. Gehen Sie unten rechts in der App auf Einstellungen und dann auf Einrichtung des Zubehörs. Jetzt wählen Sie bitte Zubehör hinzufügen aus. Jetzt wird Ihnen eine Auswahl an hinzufügbaren Zubehör angezeigt. Wir öffnen das Netzwerk nun, indem wir auf U-SmartPlug gehen. Hier ist das S2-Modul. Da dieser S2 zwei Ausgänge hat und wir damit zwei Leuchten steuern können, werden uns hier auch zwei Komponenten angezeigt. Mit dem Icon oben können wir nun bestimmen, welche Art von Lampe wir mit der entsprechenden Leuchte steuern wollen. Nun gehen wir wieder zurück zu Einstellungen und wählen Zimmer und Zonen aus. Hier können wir neue Räume erstellen oder unsere Komponenten einem Raum hinzufügen. Wir gehen auf unseren Raum und wählen die Leuchten aus, die wir hinzufügen möchten. Jetzt können wir auf Haus gehen, den Raum auswählen und dann die angeschlossenen Leuchten entsprechend steuern. Die über den S2 verbundenen Leuchten können aus- und angeschaltet werden. Die über den Dimmer installierte Leuchte kann nach Belieben gedimmt und heller gemacht werden. Zu beachten, dass Sie über die U-App keine neuen Ausgangs- und Eingangskonfigurationen vornehmen können. Hier müssen Sie mit den Werkseinstellungen Vorlieb nehmen. Das war es auch schon mit unserem Video. Wenn Sie wissen möchten, welche Vorteile der Betrieb des Ubisys-Netzwerks parallel zu dem eines anderen Herstellers mit sich bringt, finden Sie dazu ein weiteres Video in unserem Kanal. Das verlinke ich Ihnen in unserer Infobox.